Meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor ich zu meinen eigenen Punkten komme, warum wir wirklich eine strukturelle Abhängigkeit schaffen, selbst wenn wir edle Motive haben, warum wir letztendlich in diesem Staat eine Form der Indoktrination vornehmen und es deswegen zu einer Polarisation der Bevölkerung und einer Inakzeptanz der Bevölkerung kommt, warum wir nachhaltiger, anders, besser reagieren können, drei Punkte des Spielmattes. Das erste ist, was uns die komplette Öffnung der Regierung niemals erklärt war, wie eigentlich das Opt-out-Modell aussieht, wie es eigentlich aussieht, was es bedeutet, irgendwann mal aus diesem Staat herauszukommen. Und das Problem ist an dieser Stelle, ist, dass wir Strukturen schaffen letztendlich und die Idee haben, dass wir irgendwann mal wieder rausgehen können. Das Problem ist aber, dass die Strukturen an sich letztendlich schon eine Dissonanz innerhalb der Gesellschaft hervorrufen. Dass es Leute gibt, die es akzeptieren und Leute gibt, die es nicht akzeptieren. Wie zum Beispiel die Warlords, die immer noch ständig im Hintergrund bleiben, wie wir es heute zum Beispiel in Afghanistan sehen an dieser Stelle. Das heißt, aus der Idee heraus, dass wir dieses Land strukturell einigen müssen, läuft es darauf hinaus, dass wir ein Machtvakuum schaffen, wenn wir hinausgehen, in das wir eigentlich wieder eingehen müssen, um es zu retten an dieser Stelle. Das heißt, was uns die öffentliche Regierung hier schafft, ist ein Teufelskreis, in dem wir nie wieder rausgehen können und deswegen glauben wir, dass die Hilfe zu den Warlords besser. Das Zweite ist an dieser Stelle, dazu komme ich später, lieber Julian. Das Zweite ist, dass uns dargestellt worden ist, dass wir heute ja mit edleren Motiven angehen, dass wir nicht mehr dieses Wettrennen haben. Aber auch unter edlen Motiven können wir Dinge falsch machen. Dass wir zum Beispiel sagen, dass wir eine Hierarchisierung in dieser Bevölkerung neu vornehmen. Dass wir zum Beispiel sagen, dass wir bestimmte Kulturen als legitimer wahrnehmen, weil sie sich zum Beispiel sozialer oder friedfertiger verhalten. Daraus machen wir aber letztendlich eine kulturelle Dissonanz innerhalb dieses Landes, weil wir sagen, die eine Kultur ist vielleicht wichtiger und besser, weil die anderen sich aggressiv verhalten hat. Das heißt, es wird letztendlich zu einem Gefühl innerhalb dieses Landes kommen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen benachteiligt und andere bevorteilt fühlen an dieser Stelle. Das heißt, dieses Verhältnis letztendlich, dass es Gut und Böse im Staat Land gibt, das wird sich nicht ändern durch diesen Antrag. Und auch wenn wir kein Wettrennen haben an dieser Stelle, so wird es immer noch diese kulturelle Problematik geben. Das Dritte war, dass es ja diese moralische Verantwortung gibt. Und ich glaube, dass wir sie heute auch im Status quo haben. Denn der Hilferuf bedeutet, wir wollen letztendlich, dass in unserem Land Strukturen stabilisiert, aber nicht verändert werden. Das heißt, dass wir so etwas machen können wie Wahlhilfe, dass wir so etwas machen können wie militärische Präsenz aber und Intervention. Das Problem ist aber an dieser Stelle, wenn wir die eigene Regierung letztendlich dort übernehmen an der Stelle, ist es so, dass wir die Bevölkerung, die etwas in diesem Land verändern will, die etwas Gutes machen will in diesem Land, die vielleicht Strukturen aufbauen will, die sich selbst letztendlich entwickeln in der Zeit, ausschließend als unmündig erklären und auch denen sagen, die haben keine Möglichkeit, in diesem Land etwas zu verändern an dieser Stelle. Nun zu meinen eigenen Punkten. Warum kommt es zu dieser strukturellen Abhängigkeit? Und das ist, selbst wenn wir edle Motive haben, dass immer auf der wirtschaftlichen und politischen Ebene eine Abhängigkeit existieren wird. Wenn wir uns zum Beispiel Großbritannien ankommen und die selbst edlen Motive in ihre ehemaligen Kolonien geben, so kann sich sowas entwickeln wie zum Beispiel eine Handelsabhängigkeit. Ja, das ist man ja zum Beispiel Großbritannien als zum Beispiel vertrauenswürdigen Handelspartner ansieht. Das heißt, auch wenn es nicht eine Form der Ausbeutung ist, so ist es keine Form der freien Entscheidung, dass man zum Beispiel Abhängigkeiten verstärkt, dass zum Beispiel die Bindung der ehemaligen Kolonien von England und Großbritannien letztendlich verstärkt wird an dieser Stelle. Und diese Beziehung ist auch eine Form der Ausbeutung, eine Form dessen, dass wir dieses Land ausnutzen. Das Zweite ist, dass es auch immer eine politische Kultur übertragen wird. Dass man zum Beispiel sagt, dass bestimmte Systeme besser sind oder geeigneter sind, um bestimmte Ziele zu erreichen. Oder dass man strategische Positionen an dieser Stelle errichtet. Dass man sagt, ich will auch mein Interesse in dieses Land projizieren an der Stelle. Das glauben wir, das ist falsch an dieser Stelle und sollte hier aufgegeben werden später. Gut, kommen wir zum zweiten Punkt, die Indoktrination. Was hier vergessen worden ist von der öffentlichen Regierung, dass Kolonialisierung immer mehr ist, als nur in diesem Land da zu sein, Parallelstrukturen zu haben. Dass man nämlich versucht, auf allen Ebenen, auf der Judikative, auf der Exekutive, auf der Legislative, in der Erziehung, in der Kultur letztendlich etwas zu verändern in diesem Staat. Dass man letztendlich als derjenige, der es verändert. Das Problem ist, dass es immer zu einer Befremdung führen wird. Das erste ist die Scham der Vergangenheit. Wir müssen uns überlegen, dass es Kinder sind von Eltern, die wissen, dass sie von ihren ehemaligen Kolonialherren teilweise gefoltert worden sind, teilweise getötet worden sind, teilweise als Sklaven gehalten worden sind in dieser Stelle. Das heißt, es wird immer die Scham der Vergangenheit geben, dass die Leute unzufrieden sind mit den Kolonialherren, dass man immer noch diese Angst vor der Vergangenheit hat, dass wieder etwas passiert. Das heißt, diese Befremdung wird automatisch vorhanden sein. Deswegen glauben wir, dass diese Blaubeer-Soldaten oder UNO-Einsätze wesentlich besser sind an der Stelle. Das
zweite ist, dass es kulturelle Werte und Identifikationsmerkmale gibt, die wir zum Beispiel als Westen oder als anderer Staat gar nicht kennen. Das heißt, dass wir unser politisches System aufdoktrinieren, unsere Kultur aufdoktrinieren, die manchmal gar nichts damit zu tun hat, wie die Eigenschaften in diesem Land sind, was für diese bestimmte Bevölkerungsgruppe wichtig ist, was für diese Ethnie verständlich ist, was für diese Volksgruppe verständlich ist. Das heißt, was wir niemals schaffen werden, ist die Idee, dass es ein Volk gibt, das auch einen Staat bilden kann, weil wir letztendlich unsere Ideen aufdrücken und ihre Kultur vergessen. Wenn wir ihnen Ideen aufdrücken, was bedeutet, wir drücken ihnen auf, dass man weniger gewaltsam ist, dass man Menschen nicht umbringt? Ist es da nicht was Gutes, Willi? Was wir hier machen, ist, Warlords zu benachteiligen und die Menschen, die leiden, denen zu helfen. Ist das nicht richtig? Ich glaube, das ist richtig, aber ich glaube, das können wir anders erreichen. Ich glaube, wir können das dann erreichen, wenn wir versuchen, Stabilität in diesen Ländern zu bekommen. Aber Stabilität erreichen wir nicht durch die Kolonisation, weil wir immer ein Machtvakuum schaffen. Und das ist auch der Punkt der Nachhaltigkeit am Ende. Das Problem ist, sobald wir rausgehen, haben wir zwei Möglichkeiten. Es wird entweder eine chaotische Situation des Machtvakuums geben, dass wir sagen, okay, jetzt seid ihr bereit, euch selbst letztendlich zu kreieren. Und haben wir solche Zustände wie in Afghanistan, wo verschiedene Parteien, verschiedene Organisationen gegeneinander kämpfen. Und es immer noch nicht zu einer Einigkeit des Volkes gibt, weil die bestimmten Volksnarrative weiterhin vorhanden sind. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir letztendlich bestimmte Leute einsetzen. Das heißt, die, die wir sagen, die sind gut, die können dieses Land regieren und die haben die Möglichkeit. Das ist die Hierarchisierung, die ich im Rebuttal ansprach an der Stelle. Dass wir letztendlich sagen, dass bestimmte Ideen dieses Volkes richtig und bestimmte falsch sind. Das heißt, durch diese Polarität, die innerhalb der Bevölkerung und der Kultur existiert, kann nicht so etwas wie ein gemeinsames Volk entstehen. Wir glauben, ein gemeinsames Volk, was fundamental entscheidend ist für einen Staat, für einen nachhaltigen Staat, sich nur dann entwickeln kann, wenn es Leute gibt aus der eigenen Mitte, die Ideen entwickeln und die für dieses bestimmte Gebiet, für diese Kolonie, für dieses Weltregion letztendlich Ideen entwickeln und Konzepte entwickeln, die für ihr Volk letztendlich funktionieren sind an der Stelle. Das kann nur aus der eigenen Mitte passieren, weil die Probleme bekannt sind, weil die ethnischen Probleme bekannt sind, weil die kulturellen Probleme bekannt sind, um dieses Ziel zu erreichen. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Wir wollen nicht unsere Verantwortung abgeben. Wir wollen an dieser Stelle einen nachhaltigen Staat schaffen, der schafft, auch irgendwann aus diesem Land rauszugehen und dieses Land langfristig zu stabilisieren. Vielen Dank.